In Japan weint der Himmel, zumindest mal hier in Tokio. Ob das mit den schwachen Börsen im Moment zusammenhängt oder einfach nur mit dem Wetter, das ist natürlich jedem selbst überlassen, das zu sich auszudenken. Allerdings insgesamt kann man sagen, der Markt hat eine Pause verdient und die holt er sich jetzt verdienterweise auch. Denn wir waren ja sogar relativ mustergültig fünfwellig nach oben gelaufen. Viele, die diese Verhaltensweisen am Markt eben gerne mal nachvollziehen, die haben schon gesehen, ja eigentlich ist es doch perfekt. Wir haben den Fünfweller hier auf dem Weg nach oben gehabt. Wunderbar, was wir jetzt bräuchten, wäre eine Korrektur nach unten. Die sieht klassischerweise ABC-mäßig aus. Also so schön ist hin und her und damit eben korrektiv oder aber wie wild wackelnd in einem Trendkanal. Das wird sich jetzt zeigen müssen, ob wir das tatsächlich bekommen. Im Moment der Markt relativ schwach erst nochmal unterwegs. Chancen aber dafür, dass es sich in etwa so ausgeht, die sind relativ groß. Die wiederum würden dann natürlich dafür sorgen, dass der Markt beste Chancen hat, anschließend weiter nach oben zu klettern. Also beste Aussichten weiterhin auf der Bullenseite, trotz des aktuellen Rücksetzers. Dazu ist aber wichtig eben zu beobachten, ob der Markt tatsächlich diese Schwäche nach unten dezent auslebt oder ob er eben sagt, na, jetzt gehen wir nach unten eben richtig Gas. Das werden wir tatsächlich nur sehen müssen. Gold tut es dem gleich. Gold ebenfalls auf der Abwärtsseite. Auch hier war es ja eigentlich ein schöner Anstieg, den wir jetzt hier vor kurzem zu verzeichnen hatten. Und der Rücksetzer jetzt lässt es erahnen, dass die Aufwärtsseite einfach ein Päuschen macht und wir dann allerdings aufgrund der starken Aufwärtsbewegung, die zuvor eben zu sehen waren, wieder die Aufwärtsrichtung spielen werden. Zumindest mal so der Plan. Rohöl ist unterwegs schon und hatte ja vor kurzem diese dreieckige Korrektur, ist nach oben ausgebrochen, hat das jetzt schon wahrgenommen. Da steht das vielleicht jetzt noch an, dass der Kurs mal zurückkommt. Es täte dem Markt dort zumindest auch erstmal gut, ein bisschen hier nochmal nach unten zu kommen. Ich kann es mir zumindest mal vorstellen, dass das hier noch passiert. Ob das tatsächlich dann so eintritt, werden wir sehen. Da nochmal auf erste Hinweise achten für die kürzerfristig Orientierten. Ein Blick zum Beispiel auf den 5-Minuten-, 15-Minuten-Chart, ob es dort erste starke Abwärtsbewegungen gibt, die dann eventuell diesen neuen Richtungswechsel dann lostreten würden. Das kann man dann natürlich auch wieder bei den Indizes wunderbar benutzen. Nämlich, wenn dort hier die Bewegung dann nach unten initiiert ist, jetzt deutet sich's ja an, mit einer scharfen Bewegung und ein bisschen leicht nach oben geht, dann kann man natürlich auch im 5-Minuten-, 15-Minuten-Chart hier relativ leicht nach sinnvollen Einstiegen suchen. Nach welcher Manier? Das haben wir ja in vielen Videos immer schon wieder gezeigt. Und wer noch mehr davon haben will, der guckt sich natürlich gerne unsere Trade des Tages Beiträge an, auch wenn nicht heute am Feiertag, aber natürlich an sonstigen Tagen gerne. Oder aber meldet sich an, kostenfrei für Trade2Go und hat dann die Möglichkeit, auch Nachrichten immer wieder mal aufs Smartphone zu bekommen. Wir schicken dann Nachrichten auf WhatsApp oder Telegram und zeigen dort unsere Trading-Ideen. So, ansonsten bleibt für heute nicht mehr viel zu sagen. Richtig was Heißes gibt es auf der Terminefront nicht aus Amerika. Ich glaube, gegen 16 Uhr gibt es irgendwelche Daten. Ich meine eher zum Wohnungsmarkt oder Hausmarkt. Ganz sicher bin ich mir da nicht, denn es sind keine so ganz so wichtigen Zahlen. Und wenn man ehrlich ist, aktuell, welche Zahlen sind denn wirklich relevant? Wollen wir mal abwarten. So, und das ist das, was ich von dieser Seite aus berichten kann, hier mitten aus Tokio. Es ist wie in einem Vorort. Heute bin ich aber tatsächlich fast im Zentrum, also mittendrin, wer sich ein bisschen auskennt, innerhalb der Yamanote Line. Und dementsprechend eigentlich erstaunlich, dass es so ruhig sein kann. Gut, ein bisschen hört man die Straße hier, aber ansonsten doch relativ idyllisch hier auf dieser Anlage. So, in diesem Sinne. Für heute einen wunderbaren Feiertag. Wer Spaß dran hat an der Börse, der ist natürlich eingeladen, gerade auf Tage wie heute mal mitzunutzen. Ansonsten, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und liebe Grüße.